Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Es ist wieder Zeit, Gottesdienst zu feiern. Und heute hören wir, wie die Geschichte mit Mose und dem Volk Israel weitergeht. Wir haben das letzte Mal ja gehört, dass Mose ziemlich zornig ist und ja die Steintafeln am Felsen zerschmettert und den Stiergott zerstört. Heute wollen wir hören, was Gott dazu sagt. Und ja, wir hören heute auch von einem, ja, ich möchte es mal so sagen, besonderen Schrank. Ein Schrank, in dem Dinge aufbewahrt werden, die Gott wichtig sind und auch für das Volk Israel wichtig sind. Aber dazu später mehr. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns atmen und leben lässt. Amen. Wir singen einen Kanon. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, also bis zu ihrem Untergang, sei gelobet der Name des Herrn. Ich spiele es mal vor. Also gar nicht sehr schwer, wir versuchen es mal. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Jetzt versuchen wir das mal im Kanon. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Also auch die Einsätze noch was anders machen. Man könnte vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne. Also da könnte man auch noch einen Einsatz machen. Wenn ihr zu dritt seid, könnt ihr das ja mal versuchen. Nun wollen wir hören, wie die Geschichte weitergeht. Mose bat Gott um Vergebung. Er sagte, vergib dem Volk, wenn es sein muss, nehme ich die Strafe auf mich. Aber Gott sprach, nur die Schuldigen werden bestraft. Und er befahl Mose, zwei steinerne Tafeln auszuhauen und schrieb darauf noch einmal sein heiliges Gesetz. Danach sagte er, geh wieder zum Volk. Sie sollen mir ein Heiligtum anfertigen, das man aufstellen und wieder abbrechen kann. Mose kehrte zurück und erzählte dem Volk, was Gott aufgetragen hatte. Da bauten die Israeliten ein großes Zelt. Die Zeltbahnen waren aus rot und blau gefärbtem Tuch gefertigt. Nur die Priester durften das Zelt betreten. Den vorderen Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Hier standen ein siebenarmiger goldener Leuchter und ein hölzerner mit Gold überzogener Altar. Im hinteren Teil des Zeltes
befand sich ein Raum, den man das Allerheiligste nannte. Das Allerheiligste war durch einen Vorhang vom Heiligen abgetrennt. Im Allerheiligsten stand ein Holzkasten mit zwei aus Holz geschnitzten Engeln. Ihre Flügel umrahmten den Kasten auf drei Seiten, so dass er wie ein Thron aussah. Ein Thron, auf dem der unsichtbare Gott saß. Im Kasten wurden die Gebote verwahrt. Den Holzkasten nannten die Israeliten Bundeslade. Sie war das Zeichen dafür, dass Gott mit ihnen einen Freundschaftsbund geschlossen hatte. Wenn das Volk Israel das Lager abbrach und an einen anderen Ort zog, trugen Priester die Bundeslade auf den Schultern voraus. Vor dem heiligen Zelt stand der Opferaltar. Er war aus Holz gefertigt und mit Bronzeblech überzogen. Auf zwei Seiten des Altars befanden sich bronzene Ringe, durch die man Stangen stecken konnte. So trugen die Israeliten den Altar mit sich, wenn sie von einem Ort zu einem anderen zogen. Ja, ihr Lieben, da hat das Volk Israel ja wirklich nochmal Glück gehabt. Aber Mose war hier natürlich auch sehr mutig gewesen. Er hat ja gesagt, bestraft das Volk nicht. Er möchte ich die Strafe auf mich nehmen. Ja, das ist so ziemlich das Mutigste, was man überhaupt machen kann, dass man ja eben lieber selber die Strafe auf sich nimmt, als dass andere eine Strafe erhalten. Und habt ihr was gemerkt? Das Gleiche ist ja auch bei Jesus der Fall gewesen. Jesus hat ja dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, das bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Und es war vielleicht schon ein kleiner Vorbote. Und Gott hatte den Israeliten ja gesagt, sie sollten ein heiliges Zelt bauen. Das haben sie auch gemacht, aber ein ganz anderes Zelt, so wie wir Zelte kennen. Bei kleineren Zelten, das wisst ihr alle, gibt es nicht so etwas wie einen Vorhof. Wenn ihr ein größeres Zelt habt, dann kann es sein, dass zum Beispiel entweder rechts und links die Schlafkabinen sind oder eben auch hinten, und dann ist vorne ein Bereich, wo man ja einen Tisch hinstellen kann oder Stühle und Gaskocher und so weiter. Ja, also bei größeren Zelten gibt es das heute auch noch. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das sind eigentlich drei Stationen. Vorne, ganz vorne vor dem Zelt ist der Opferaltar. Ihr wisst ja vielleicht, dass das Volk Israel Gott auch geopfert hat, also Tieropfer oder auch Getreide. Dahinter in diesem Vorhof, also wenn es wie bei uns dieser überdachte Bereich von einem größeren Zelt, da hat dann der Altar gestanden, der mit Gold überzogen war. Und da stand vor allem ein siebenarmiger Leuchter. So, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum wir bei jedem Gottesdienst einen kleinen siebenarmigen Leuchter hier auf dem Tisch stehen haben, eben um daran zu erinnern. Und dann das Allerheiligste. Also bei uns könnte man sagen, die Schlafkabine. Da stand dann wieder ein Altar,
Und eben dieser Kasten, von dem ich auch eingangs schon gesprochen habe, in diesen Kasten kamen die neuen Steintafeln. Denn Gott hatte diese Steintafeln ja erneuert und sein Gesetz, also die 10 Gebote, wieder aufgeschrieben. Und die lagen in dieser Bundeslade. Das war recht praktisch, man konnte ja das alles abbrechen und mitnehmen. Das kann man eben bei einer Kirche eben, geht das nicht. Ja. Kirche abreißen funktioniert nicht. Aber hier, das war praktisch eine Kirche zum Mitnehmen. Ja, so kann man das sehen. Und so konnten die Israeliten immer dann, wenn sie ein neues Lager aufgeschlagen haben, diese Kirche zum Mitnehmen wieder aufbauen. Das war eine Idee von Gott und damit können wir sehen, dass Gott eigentlich immer gute Ideen hat. Aber was eben ganz wichtig ist, auch in dieser Geschichte, das ist, dass Gott den Israeliten die Schuld vergeben hat, die sie durch das goldene Kalb oder den Stiergott auf sich genommen hatten. Denn Gott ist eben derjenige, der das Böse vergibt, wenn wir ihm darum bitten. Und ja, das ist einfach das Tolle an Gott, dass er nicht nachtragend ist, dass er uns verzeiht, wenn wir was falsch gemacht haben. Amen. Wir singen ein Lied, das kennen wir alle. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Jetzt sind meine Augen und meine inneren Augen bereit. Jetzt sind auch meine Ohren und meine inneren Ohren bereit. Jetzt ist auch mein Mund bereit, dass ich zu dir sprechen kann. Jetzt sind meine Hände bereit, dass ich sie anderen reichen kann. Und jetzt ist mein Herz bereit für dich, Jesus, mein guter Freund. Wir machen unsere Augen zu und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder vergibst, wenn wir was falsch gemacht haben. Wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass wir hören durften, dass auch den Israeliten vergeben wurde.
Und wir staunen darüber, was für Einfälle unser himmlischer Vater hat. Er hat die Kirche zum Mitnehmen erfunden. Und das ist gut so. Ja, wir danken dir, Jesus, dass wir dir alles sagen können und dass du immer Zeit für uns hast und dass du uns in unsere Arme nehmen, in seine Arme nehmen willst. Amen. Amen. Nun wollen wir beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott noch um seinen Segen bitten. Herr, sei du über uns wie die Sonne und der Mond. Sei du hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei du rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei du vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei du unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.